Wenn Sie mal so stehen, dann denken Sie nach. Oder aber Sie sehen Spatz auf dem Dach. Oder Sie sehen Gespenster. Oder ein Baum wird gestutzt. Oder Sie sehen ein Fenster, was eine Frau gerade putzt. Wenn Sie mal so stehen, denkt jeder nanu. Wenn Sie mich mal so sehen, höre ich nur jemand zu. Naja, schön. Jeder ist mal klein. Aber ich war schon klein, als ich noch klein war. Das führte dazu, dass ich sehr oft verprügelt wurde. Warum war ich kein Mensch? Und von Natur aus war ich ein friedfertiges Kind. Denn wenn ich mal jemand hätte verprügeln wollen, dann hätte ich mich bereits an eine Generation wenden müssen, die noch an den Osterhasen glaubte. Das alleine wäre für mich kein Grund gewesen, jemand zu verprügeln. So kam ich also mit einem lachenden und einem blauen Auge in die Schule. Mein Geburtsschein wurde einer Prüfung unterzogen, die einen 24-Markschein mühelos überstehen würde. Mein Lehrer sagte zu mir, ich möchte gefälligst aufstehen, wenn er mit mir rede. Als ich sagte, ich stünde bereits, nannte er mich einen unverschämten Kerl und befahl mir, mich zu setzen. Als ich dies getan hatte, sagte er, von hinlegen hätte er gar nichts gesagt. So habe ich dann, um Konflikte zu vermeiden, meine Schulzeit durchgestanden und bin, wenn ich gefragt wurde, auf die Bank geklettert. Ich bin überzeugt, dass sich das nicht unwesentlich auf meine heutige Kürze ausgewirkt hat. Wir waren damals drei Schulfreunde. Der eine hieß Klaus, der andere hieß Kurt und ich hieß der Kleine. Also für mich alleine hieß ich Hans. Aber davon machte niemand Gebrauch. Klaus war der Größte. Wenn Klaus mal zu Kurt Kurtchen sagte, dann hatte er recht. Wenn ich mal zu Kurt Kurtchen sagte, dann hatte ich bald irgendwo eine Beule. Dann bin ich nach Hause gegangen, habe meinen Vati angeguckt, zu dem meine Mutti von unten herauf sagte, Walterchen. Habe ich gedacht, das ist ja gar nicht so schlimm. Bist ja auch mal groß. Aber als ich da groß war, war ich immer noch klein. Ja, dafür entsandten sich meine Freunde wenigstens meines Namens und nannten mich jetzt Hänschen. Habe mich dafür gerecht, indem ich meinen Bruder, ah ja, das muss ich Ihnen noch sagen, ich habe nämlich ein kleines Brüderchen. Als solches wurde er mir wenigstens angekündigt. Nehme dies meinen Eltern genauso übel wie die Tatsache, dass sie anscheinend um seinetwillen bei mir gespart haben. Als ich 17 war und er 13, wollte ich ihn in einen Film hineinschmuggeln, der erst ab 16 zugelassen war. Ihn ließ man hinein. Naja, so teilten wir uns dann in die Aufklärung. Er erzählte mir die unanständigen Filme, in die man mich nicht hineinließ. Und ich berichtete ihm über die unanständigen Bücher, die er zu Hause nicht lesen durfte. Aber damals sehr viel gelesen. Über Napoleon. Und ich habe mich sehr gewundert, dass man diesen Napoleon nicht auch mal Napoleönchen genannt hat. Oder Nappchen. Oder Polly. Und fand den Schlüssel dazu in dem Beinamen Bonaparte. Napoleon Bonaparte. Und deshalb habe ich mich auch gleich, als wir in eine andere Stadt kamen, Hans-Jürgen genannt. Jetzt rief mich auch keiner mehr Hänschen. Jetzt war ich wieder der Kleine. Mittlerweile war ich in die Oberschule geschlüpft. Hatte dort das Abitur bestanden, weil man mich bei der mündlichen Prüfung übersehen hatte. Aber dieses Reifezeugnis war für mich ungeheuer wichtig, denn jetzt konnte ich endlich in die Tanzstunde gehen. Na, natürlich war ich wieder der Kleinste. Das führte hauptsächlich dazu, dass ich in erster Linie mit dem Tanzlehrer tanzte. Oder mit einer Dame, die für die anderen
zu groß waren. Bei mir war es eh wurscht. Ja, ich bin dann in einen Sportverein eingetreten und die haben mich dann mit offenen Armen empfangen, weil ihnen nämlich bei der Weihnachtsfeier der siebte Zwerg fehlte. Ja, ich habe mich dann vom aktiven Sport etwas zurückgezogen. Stattdessen abonnierte ich auf einen Stehplatz im Fußballstadion. Aber meine eigentliche sportliche Karriere machte ich dann als Schiedsrichter beim Tennis. Wollte schließlich auch mal was sehen. Nur als einer der Sieger bei einem Turnier mir 30 Pfennig in die Hand drückte, weil er mich für den Balljungen hielt, galt ich als bestechlich und wurde nicht mehr eingesetzt. Ja, da wollen die einen loswerden und haben dann zu mir gesagt, sollte doch zum Theater gehen. Habe ich gesagt, bitte, warum nicht? Habe hohe Absätze getragen, habe mir mein Haar toupieren lassen, habe versucht, so etwas wie einen Namen mir zu schaffen, aber der leider nur auf dem Plakat zu lesen war. Fürs Publikum war ich der Kleine. Konnte machen, was ich wollte. Und da habe ich gesagt, jetzt machst du ganz etwas anderes. Habe ich flache Absätze getragen, habe mir die Haare kurz schneiden lassen, habe mich noch kleiner gemacht, als ich in Wirklichkeit war und habe die letzte Konsequenz gezogen und bin zur kleinen Kunst gegangen. Und da hatte ich mich gefangen. Mit einem Schlag war alles vorbei, ich bin glücklich und ich glaube, ich darf auch sagen, dass ich ein bisschen mit mir zufrieden sein darf. Aber was das viel Wichtigere ist, ich habe keine Komplexe mehr. Ich bin einfach, wer hat da eben kleiner gesagt?